Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe heute so ein bisschen Zeit und Lust, den Tag über für euch zu vloggen. Ich habe heute ein paar Stunden kinderfrei und heute ist ein Offline-Tag. Kein gewollter, geplanter, selbst ausgesuchter Offline-Tag, aber ein Offline-Tag steht auf meiner Sommer-Bucket-List. Deswegen dachte ich, kann ich diesem Punkt ja auf jeden Fall einen Haken geben. Wie kam es dazu? Heute ist Sonntag. Wir haben seit Dienstagmorgen 5.40 Uhr zu Hause kein Internet mehr. Wir sind betroffen von einer Großstörung, werden von Tag zu Tag weiter vertröstet, dass das irgendwann wieder laufen wird. Am Dienstag hieß es 48 Stunden. Am Donnerstag hieß es dann, Donnerstag 18 Uhr ist das geregelt. Am Freitag hieß es dann, Sonntag 18 Uhr ist das geregelt. Ich hoffe wirklich, dass heute 18 Uhr geregelt ist. Diese Zeit hat uns tatsächlich gezeigt, wie extrem stark abhängig wir auch vom Internet sind. Im Sinne von, dazu muss ich sagen, unsere Handys sind nicht mit viel Datenvolumen, also mobilen Daten bestückt, weil wir das normalerweise nicht brauchen. Und ich das jetzt auch für diese Woche nicht aufgestockt habe. Und deswegen verfügen wir hier zu Hause, außer mal schnell WhatsApp-Nachrichten abrufen, über keinerlei Internet. Wir können nichts recherchieren. Wir können das Kinoprogramm nicht abrufen. Ich kann das Wetter nicht gucken. Ich habe kein Radio. Mein Fernsehen, also das normale Fernsehen, funktioniert auch nicht, weil das Internet nicht funktioniert. Kein Netflix, kein Prime, kein Disney Channel. YouTube gleich sowieso nicht. Und bei uns beruht aber tatsächlich alles auf Internet. Also die Kinder hören auf YouTube. Die hören sehr wenig CDs, die hören auf YouTube. Wir gucken alles über Streaming-Anbieter. Spiele laufen auch ganz viel mit Internet und solchen Sachen. Deswegen Unterhaltungselektronik war hier die letzten Tage gar nicht. Das war auch mal schön, versteht mich nicht falsch. Wir haben UNO gespielt, wir haben Filme geschaut, wir waren auch unterwegs, wir haben das Internet jetzt nicht so sehr gebraucht. Aber es sind so die kleinen Dinge des Lebens. Ich höre zum Beispiel auch ganz viel über schallisolierte Kopfhörer. Wenn hier so viel los ist, bräuchte ich das immer wieder. Ja, ich habe also, YouTube geht nicht. Ich kann nichts hören. Wir sind dann manchmal zu meiner Familie gefahren, haben dort das Internet ausgenutzt. Ich habe mal E-Mails abgerufen, E-Mails verschickt, die wichtig waren. Ich habe Überweisungen gemacht. Auch das kann ich ja jetzt gerade nicht hier machen. Bei der Gelegenheit haben wir uns ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe mir zwei Podcasts runtergeladen. Mein Kind hat sich Podcasts zum Hören runtergeladen. Und ich habe ja zum Glück YouTube Premium. Also das ist heute auch kein, also es ist heute ein geschummelter Offline-Tag, weil ich habe YouTube-Mitgliedschaft und das heißt, ich kann mir YouTube-Videos runterladen. Und das habe ich getan und diese YouTube-Videos werde ich mir zum Teil heute auch ansehen. Deswegen ist es so halb geschummelt. Aber es bedeutet auf jeden Fall kein Social Media. Dafür habe ich dann immer meine wenige Internetzeit, die ich irgendwo extern hatte, halt nicht genutzt, weil ich, wie gesagt, ich habe ab und zu mal was hochgeladen, was von meinem Zeitplan her sein musste. Aber ansonsten ist da nichts passiert, weil ich halt E-Mails verschickt habe, mal was recherchieren musste. Solche Sachen eben. Ja, das war krass. Und wir sind froh, wenn wir wieder Internet haben. Sag ich ganz ehrlich, wir sind da addicted, abhängig von. Ist auch okay. Das wusste ich vorher schon. Genau, deswegen wird es heute so ein bisschen ein Offline-Tag. Ich habe mir dann sogar meine Yoga-Sequenzen, die ich sehr gerne oft mache, bei YouTube runtergeladen. Ich habe die letzten Tage trotzdem Yoga gemacht, einfach so intuitives Yoga. Man oft Yoga macht, kennt man ja verschiedene Übungen, auch die man mag. Und das ist auch mal gut, aber ich mag das trotzdem, wenn da ein Bildschirm ist, jemand vor mir, der mit mir diese Übungen macht. Also auch da Abhängigkeit vom Internet. ASMR hören zum Einschlafen, auch so ein Thema, auch bei YouTube runtergeladen. Naja, genau, ich nehme euch mit durch den Tag. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Und die Croissants, die ihr eben gesehen habt, haben wirklich sehr lecker geschmeckt. Kann ich sehr empfehlen. Wir haben das Nutella-Eis noch nicht ausprobiert. Nicht, weil wir das nicht schon oft beim Einkaufen gesehen haben, sondern weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, man kriegt da einen Zuckerschock. Oder ich kann mir das nicht vorstellen, so Nutella-Eis löffelweise in mich rein.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber andere finden es ja sehr gut und mein Kind möchte es unbedingt ausprobieren. Also ja, zum Nutella-Eis kann ich noch nichts sagen. Vielleicht habt ihr es schon getestet und könnt es in die Kommentare schreiben. Aber die Nutella-Croissants werden wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir waren gestern ein bisschen shoppen und ich glaube, es ist 10, 12 Jahre her, dass ich das letzte Mal in einem Lush-Laden war. Und deswegen war das so ein Ding, also ich wollte unbedingt zu Lush, ich wollte Svea unbedingt Lush zeigen. Und wir haben uns so ein paar Sachen ausgesucht. Also das, was sich Svea ausgesucht hat, so ein Dusch-Jelly. Also es ist so ein... Ja, wir haben übrigens, ich habe auf alles 50% Rabatt bekommen. Das hier ist so ein Dusch-Jelly. Das fand ich ganz cool. Und ich habe die Sorte ausgesucht und habe mich für das entschieden, was so einen beruhigenden Lavendelduft hat. Ist immer gut. Genau. Dann waren wir bei der Lippenpflege und konnten uns nur ganz, ganz schwer für irgendwas entscheiden. Und haben dann den K-Lime Pie mitgenommen. Der ist super schön jetzt bei dem Wetter. Ich hatte kurzzeitig auch den überlegt mit Minze. Aber ja, wir haben uns dann für den entschieden. Und Svea hat sich quasi ihre allererste Lush-Badebombe aussuchen dürfen. Und sie hat, glaube ich, an allem gerochen. Und hat dann so eine süße kleine Wolke genommen. Und ich liebe einfach diese Gerüche, schon wenn man in diesen Laden reingeht. Die Tüte hat danach gerochen, mein Badezimmer riecht danach. Ich liebe das einfach. Aber wir haben halt keinen, also wir wohnen ja hier sehr weit ab vom Schuss. Der nächste Lush ist wirklich eine Stunde entfernt. Und dann muss man da auch noch gezielt hinfahren. Deswegen war ich so glücklich, gestern mal wieder in einem Lush gewesen zu sein. Ich mache jetzt erstmal eine Mittagspause. Und das Problem die letzten Tage war, dass ich ja immer meditiere in meiner Mittagspause mit angeleiteten Meditationen von YouTube. Also war eins so der ersten Sachen, die ich mir runtergeladen habe, Meditationen, die ich machen wollte. Und da ich jetzt kinderfrei habe und ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich mir jetzt eine 30-minütige Hypnose in dem Fall rausgesucht, wo es auch so um Schuldgefühle loslassen und solche Dinge geht von einem YouTube-Kanal, wo ich schon viele, viele tolle Sachen mitgemacht habe. Und das gönne ich mir jetzt, diese Auszeit, diese Ruhe. Ich freue mich da jetzt so drauf. Das war schön. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man dann am Ende quasi aus der Hypnose oder auch Meditation rausgeholt wird. Dann erst merkt, dass man völlig weg war. Ich telefoniere jetzt mit meiner Freundin. Wir telefonieren ungefähr einmal die Woche und normalerweise machen wir es so, dass wir Videotelefonie nutzen und uns auch sehen. Das geht ja nun heute aufgrund des mangelnden Internets nicht. Trotzdem telefonieren wir jetzt eine Stunde miteinander. Freue ich mich auch drauf, mit anderen Erwachsenen zu sprechen. Das sind die kleinen Dinge des Lebens. Ich habe gestern bei DM was Neues entdeckt, nämlich das hier. Wer mir schon lange folgt, der weiß, dass ich kein Kaffeetrinker bin, dass ich Coavach für mich als Alternative entdeckt habe und ja, immer Coavach trinke. Und es gibt jetzt ganz neu das hier. Das gab es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, Vanille, Erdbeer und Schoko. Ich habe mich für Schoko entschieden. Meine Mama hat sich Erdbeer mitgenommen. Das probiere ich jetzt zum ersten Mal aus. Ich bin sehr gespannt, wie es mir schmecken wird. Schmeckt wie kalter Kaba-Kakao. Schmeckt gar nicht wie irgendwelche anderen Coavach-Geschmackssorten, die ich kenne. Schmeckt wie Kakao. Ich könnte mir vorstellen, da so einen richtigen... Also es schmeckt nicht wie ein Milchshake. Ich könnte mir vorstellen, wie so ein, also halt quasi ein Coavach-Eis, also kein Eiskaffee, sondern einen richtigen Eiskaffee-Coavach draus zu machen, mit Vanilleeis und so. Ich denke, das werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Aber kann man sehr gut trinken. Ist eine sehr gute Kaffee-Alternative.
Link findet ihr auch in der Infobox. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den ja direkt für unsere Buchclub-Bücher oder unser Buchclub-Buch. Also dieses Perlen-Game haben wir übelst für uns entdeckt und haben jetzt schon riesig, riesige Kiste voll, zeige ich euch dann gleich mal. Und damit verbringen wir so unsere Tage diesen Sommer. Und ich habe schon ganz, ganz tolle Sachen gemacht, die mir wahnsinnig gut gefallen, die ich auch sehr, sehr gerne trage. Das hier ist unsere sehr gut gefüllte Kiste mit, nein, es fing an, weil Svea im Hort mit diesem hier, diesen ganz kleinen, ein Armband gemacht hat und das fanden wir so toll. Daraufhin habe ich dann ein Set mit diesen großen bestellt. Davon haben wir jetzt noch ganz, ganz viele. Mittlerweile haben wir jetzt auch solche. Haben jetzt auch so kleinere Sachen. Da habe ich jetzt auch ein ganz, ganz neues. Wo habe ich das? Ganz, ganz neues, was ich auch super schön fand. Das hier. Damit möchte ich Ringe ausprobieren. Bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Ja, das ist im Moment so unsere liebste Beschäftigung. Also das hier war auch was ganz Wichtiges, dass ich mir das mit runterlade. Meine liebste Yoga-Einheit, weil ich immer sehr schnell zu einem verspannten Nacken, wie sagt man? Naja, ich habe oft einen verspannten Nacken. Mir fehlen die Worte. Also mache ich jetzt ein paar Minuten Yoga. Ich kann euch diese Minisequenzen wirklich sehr empfehlen, weil da hat man die Ausrede nicht mehr. Die Zeit habe ich nicht. Doch, hat man. Und wenn man da einmal drin ist und das dann regelmäßig macht, macht das so einen Riesenunterschied. Ich werde jetzt noch eine Runde lesen. Das hier ist gerade mein aktuelles Buch aus dem, ich weiß nicht, Erotik-Genre, könnte man das so sagen. Dirty Headlines heißt das. Wer sich für Bücher, für Lesen, für Buchempfehlungen interessiert, dem empfehle ich meinen Buchkanal. Der ist immer unter den Videos in der Infobox verlinkt. Und es ist jetzt übrigens 18.13 Uhr und wir haben immer, und wir haben immer noch kein Internet. Das wird wohl auch heute nichts. Übrigens etwas, was ich mir noch runtergeladen habe, was ich jetzt gucken werde, ist, ich liebe Reactions zu Reality-TV-Formaten. Nicht zu allen, aber vor allen Dingen zum Beispiel zu Princess Charming. Das hat gerade jetzt wieder gestartet und ich habe schon die Reaction von Sylvie Carson dazu gesehen und gucke mir jetzt die mit Aljoscha an und werde mir noch die Sonne scheint gerade so hell. Werde mir noch meine Nägel machen. Ich benutze ja seit Jahren diese Nagelfolien. Ich benutze außer für meine Füße keinen normalen Nagellack mehr, weil diese Nagelfolien eine gute Woche halten, manchmal auch noch länger und ich unglaublich zufrieden damit bin. Muss mich nur noch für eine Farbe entscheiden und so verbringe ich jetzt meinen Abend mit diesem Video, mit meinen Nägeln und wenn da noch ein bisschen Zeit ist, mit ein bisschen Lesen. Und ja, es war sehr unspektakulär, aber ich glaube, sowas muss man viel mehr zeigen, damit Leute, die sowas konsumieren, sehen, man muss kein aufregendes Leben führen, weil alle anderen auch einfach nur ein stinknormales Leben leben. Ich hoffe sehr, dass euch mein kleiner Vlog gefallen hat. Wie viele Videos, wie oft hier Videos kommen, kann ich innerhalb der Sommerferien leider nicht sagen. Wir haben 2 von 6 Wochen erfolgreich überstanden, weil diese Sommerferien sind für uns ein bisschen anders, anstrengender, fremdbestimmter. Aber wir wurschteln uns da durch und finden unseren Weg.
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn dem so ist, schreibt mir gerne für den Algorithmus einen Kommentar, liked das Video und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.